Oh, ich habe vergessen, mein Steam auf offline zu machen. Ich schreibe mich keiner an gleich. So. Und der nächste Wahn ist Geschichte. Schakalaka. So, Herzen haben die alle. Boah. Die Stichwaffen machen jetzt schon ordentlich Schaden, die man hier findet. Nicht gut. So, laufen wir noch hier auf die andere Seite. Mal gucken, ob es hier noch was gibt. Oh, ist ein Magie-Dings. Können wir mal aktivieren. Altar für Astral. Asiral. Und laufen wir weiter ins Tal Richtung Hatmanda. Scheinbar muss man sich hier durch die ganze Felsklüfte hier vorarbeiten. Das ist der einzige Weg schon. Oh nein, die haben Magier, ich wusste es. Hä, gegen wen kämpfen die da? Die kämpfen mit irgendjemand. Finde ich episch. Ich habe Gesellschaft. So, der hat jetzt erstmal einen Treffer von mir abgekommen. Oh, ich habe Multifall ausgewählt. Gegen wen kämpfen die denn da? Ist das ein... Ach, das ist einer von der Stadtwache. Jetzt sehe ich's. Jo, das ist einer von der Stadtwache. Also ich warum der Typ jetzt mich hier angreift. Aber dieser Wahn ist ein bisschen dumm im Hirn. Lass mich! Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? So, jetzt ist er down. Ich will nicht gegen den Schamanen kämpfen. Wir wissen, was das... Ach, das ist einer von der Stadtwache. Jetzt habe ich es gesehen. So. Okay, wir können nicht mit dem reden. Der ist aber down jetzt. Ei, komm doch mal her, ich will mit dir labern. Nicht mit dem Toten hier. Okay, der kämpft da scheinbar erbittert weiter. Kannst du voll abatmen diese Woche. Oh, hier haben wir was Neues. Beschwörungszauber haben wir gefunden. Was ist das für ein Magierstab? Erfordert Willensstärke 10, erfordert Erdmagie Klasse 2. Hat nur zwei Gewichte, nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Falls ich doch nochmal in die Magierstufe verfalle, dann habe ich ein paar gute Waffen. Oh, die haben die Wache down gemacht, schade. Ja, lass mich nur. Da warten schon welche. Jetzt gibt's ein bisschen Action hier. Ja. Jetzt läuft er weg, so ein Idiot. Feigling. Oh, ich diese Marketypen hasse, ey. Wow. Wow, der Multifall hat gesessen. Wow. Das macht Spaß. Also ich finde es echt cool. Aber wir hatten ein Level ab. Wir können gleich mal wieder ein bisschen was ausbilden. Aber wir machen es jetzt gerade mal. Erstmal den geblendeten Charakter verlassen. So, gehen wir mal auf Skillpunkte. Was haben wir denn hier? Erstmal auf 15. Multifall erweitern wir. Konzentration, Skillpunkte erhöhen. Ah, ich habe keine permanenten Skillpunkte mehr, das ist schade. Gibt's das wieder ab der nächsten Stufe. Nicht schlimm. So. Können wir unseren Multifall ein bisschen besser einsetzen. Was haben wir denn da vorne? Noch ein Magier und noch ein paar Wands. Also ist ja alles geflossen, der ohne Mist. Wow.
Das ist ein Bogenschütze, ich muss aufpassen. Okay, der trifft auch nicht besonders gut, habe ich gerade gemerkt. Aber der Marker, der trifft immer sein Ziel. Ich hasse diese Typen, ey. So, und jetzt habe ich gelitten. Okay, das ist der Bahn, der schon angefreakt ist. Den machen wir uns erstmal down. Das lohnt sich dann auch übrigens gerade. So. Ein Schuss noch. Ein Fall. Wow. So, jetzt muss ich aufpassen. Vorne ist noch ein Magier-Typ. Nein! Ach, das wird so nichts. Wir müssen erst den Typ hier vorne mit dem Bogen down machen. Ey, lass doch mal den Bogen in der Hand, Digga. Zack. Zack. Drei Schüsse noch, dann ist er down. Eins. Zwei. Und drei. Noch diesen verfickten Magier da. Sorry, aber ich hab die Magier stressen mich irgendwie. Schaman. Oh, ein Ring. Können wir immer gebrauchen. Hoffentlich lohnt sich's. So, wo ist denn der Typ? Da oben steht er. Sind das zwei Stück? Ich hab jetzt gerade das gesehen. Du zauberst hier nichts, ne? Was hast du davon? Hä? Ach, das ist wieder einer von den Typen. Kann ich wieder nicht down machen. So ein Schamane. So, das fallen nützt ihm aber jetzt nichts mehr, weil ich weiß, was ich machen muss. So, down. Puh. Oh nein, da kommen noch mehr Wands. Ich hatte schon fast befürchtet. Oh, keine Ahnung, wie viele das sind. So, wir hauen erstmal ab hier. Das würde ja bedeuten, dass Hatmandor gefallen ist, oder wie sehe ich das? Ich weiß nicht, ob das schon Hatmandor ist. Okay. Wow. Den habe ich getroffen. Lol, im Laufen. Habe ich den im Rücken geschossen. Ja, auf der Flucht. Boah, geil, schon wieder ein Ring. Voll der goldene Ring, wie bei Herr der Ringe hier. Oh, was hatten die Wache hier eigentlich gehabt? Den habe ich gar nicht geplündert, oder? Könnt mal schauen, mein Spiel hängt ein bisschen. Könnt mal schauen, was diese Wache hier bei sich hatte. Ah, sind beim Bogen jetzt ja nicht die Schönung von allem. Zack! Zack! Oh, lauf! Ja, und Bams. Warte ab, bis ich Bogen geskillt habe, mein Freunde. Da guckst du doof, ey. Das ist gut. So, Magie-Durchdringung ist endlich weg. Jetzt können wir vorne noch die Leichen alle plündern. Oh, hier liegt noch eine Wache, sehe ich gerade. So ein Wachsoldat. Ah, da noch ein paar Orders. Ich finde immer lustig bei den ganzen Rollenspielen, was die sich alles für Namen einfallen lassen für die Goldwährung. Finde ich echt herrlich. Ein 30er Schwert haben wir schon. So, den mag ja mal anschauen.
paar Tränke mitnehmen. Wenn ich die Magietränke nicht verwende, kann ich sie immer noch verkaufen. Erfordert Level 14, den nehme ich auf jeden Fall mit. Der macht 64 Schaden, geil. Der Bogen ist mir, weil ich ihn anlegen kann. Ohne Schadenskarte von einem Magierstab. Okay, seid ihr Freund oder Feind? Ich schau mal lieber auf die Karte. Der verlorene Kopf. Also wir sind auf jeden Fall in der Nähe von Hatmandor. Das sind auch Wahns. Das würde ja bedeuten, Hatmandor sei gefallen. Was sehen wir denn? Ist hier alles von... Oh nein, Bogenschützen. Ja. Oh, den tricksen wir jetzt aus. Wir laufen jetzt mal in das Tor zurück. Halt! So. Wow. Letzte Sekunde noch einen Heiltrank geschlürfen. Ey, was haben die denn bitte für Skills, die waren's? Die sind zwar kackenblöd manchmal, aber die haben unheimlichen Skill, wenn ihr mich fragt. Mal schauen, ob es hier vorne einen Todesdolch, ob es hier einen neuen Teleport gibt. Schauen wir mal. Nein, nicht springen. Bogen haben wir schon, Bärenfalle brauchen wir nicht. Ah, hier ist ein Teleport, das ist gut. Nach Crossroads gefunden. Und eine Belohnung für die Aktivierung von dem Teleport erhalten. Das ist ja noch besser. Jetzt habe ich aber leider keine Ahnung, in welche Richtung wir hier abbiegen sollen. Wir gehen jetzt erstmal nach links, denn ich möchte das die Quest abgeben mit diesem Totenkopf da.